So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Zelda The Wind Waker HD für die Wii U. Und ja, ich habe schon heute fast vier Stunden aufgenommen. 3 Stunden 53 oder so circa. Und ach, hier muss ich lang. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich im Berg abgespeichert, aber irgendwie fange ich hier wieder an. Also ich habe schon fast 4 Stunden aufgenommen. Und man glaubt es nicht, aber ich habe wirklich immer noch Lust, dieses Spiel weiterzuspielen. Normalerweise habe ich irgendwie nach, ja, bei anderen Spielen irgendwie nach 4 Stunden sage ich mir, ja gut, kannst ja mal eine Pause machen, machst du am nächsten Tag weiter. Aber ich habe immer noch Lust, dieses Spiel zu spielen. Gut, hier kann noch Geld drin sein, aber das brauchen wir gerade nicht. Weil wir ja im letzten Part, ich weiß nicht, ob es im letzten Part komplett drin war. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, das irgendwie so zu schneiden, dass ich da nicht mehrere Parts draus mache, wo ich die ganze Zeit nur diese Briefe einsortiert habe. Also wir haben da so viele Briefe einsortiert. Deswegen haben wir 500 Rubine bekommen insgesamt. Und dachte ich mir, ja, sammelst mal alle ein, sortierst mal alle ein, die 25 da, die gefordert waren. Und was habe ich dafür bekommen? 75 Rubine. Und das, obwohl mein Geldbeutel schon voll war. Das war so toll. Ich bin einfach fassungslos. Naja. Du bist ja tatsächlich gekommen. Bitte verzeih mir, dich an einen so gefährlichen Ort gebeten zu haben. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der ehrenwerte Valo so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle. Oh, Entschuldigung. Diese Wasserquelle und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Valo und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Doch sie war nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich. Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um auch nur annähernd einem Vergleich mit ihr standzuhalten. Wäre ich doch nur meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so desillusioniert. Ich habe eine Bitte an dich, Link. Ich würde gerne zum Draco-Sanctorium auf dem Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine, bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, so tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Gerne doch. Da, danke. Bitte heb mich hoch. Und wirf mich in Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber auf die Windströmung hier Acht geben. Denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht zimperlich beim Werfen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen. Also nimm keine Rücksicht auf mich. Okay, dann werfe ich mal. So, ist ja echt umwerfend. So, warte mal, Wind. Würdest du bitte in die richtige Richtung wehen, du Wind? Das wäre toll. Ja, siehst du, genau das passiert nämlich jetzt, weil der Wind in die falsche Richtung wirkt. Hihihi. Mir geht es gut. Wirf mich doch einmal. Vielleicht erwische ich jetzt einen günstigen Wind. Okay. Gut. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie Pech haben. Achso, von dem Felsvorsprung aus vor allem. Muss ich natürlich werfen, logisch. Weil sonst kommt die ja nicht hoch. So, jetzt möge der Wind bitte... Nein, das ist die falsche Richtung. Wind! Willst du mich veräppeln? Hallo? Na, also geht doch. Ah, geht doch. Vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den ehrenwerten Valo treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Valo. Wird schon schief gehen. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja irgendwann mal als nützlich. Was gibt es denn? Eine Flasche! Lege sie auf... Okay, mach sie dir zunutze. Du kannst zum Beispiel Wasser mit ihr schöpfen. Oder sie mit jeder Menge anderer Sachen füllen. Und bitte erzähle niemandem, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Also dann, ich werde mein Bestes geben.
Tschüss. So, na gut, dann wollen wir ihr mal folgen. Und zwar, wie ging denn das? Ach ja, genau. Ah, ja, 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 ich weiß. Moment. Ich habe hier nämlich hier wieder auf dem Item-Bildschirm. So. Der Touchscreen ist irgendwie nicht so... Ich bin das vom iPhone anders gewöhnt. Also, da brauche ich nur einmal ein bisschen drauf tippen und schon... Ne, ach, ich bin so blöd. Warte. Wasser. So. Du hast Wasser in die Flasche gefüllt. Versuche es mal auf etwas Verdorrtes zu träufeln. Ja. Das hatte ich auch vor, liebes Spiel. Ich bin ja nicht komplett blöd. Warum läufst du seitwärts, Link? Lauf einfach hoch. Mein Gott. So. Was ist los mit dem? Unfassbar. So. Also, Trick ist einfach nur der hier. Siehst du? Passiert nämlich genau das hier. Und jetzt kann man hoffentlich treffen. Du willst mich doch veräppeln. Ah, es wächst nach. Wenigstens das. Das gibt's nicht. Ach Mann. Ach komm, jetzt reicht's mir aber. Okay. Das gibt's gar nicht. Jetzt, na siehste. Mein Gott. War aber schwer. So, schwere Geburt hier. Nee, aber... Gut, das Rätsel war jetzt nicht so schwer, aber es war ja auch eins der ersten Rätsel hier. Ne? Von daher... Sind wir mal gnädig mit dem Spiel und verzeihen das mal. Dass es voll einfach war. Voll lame. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Es geht eigentlich... Oh. Herströmt das Wasser auch? Nee, sah gerade so aus. Dachte ich gerade. Aber ist nicht so. Offensichtlich. Gut. Was ist das denn da? Ach, eine Fahne. Was ist hier drin? Bestimmt Rubine, die... Ja, gut, die brauche ich gar nicht mehr aufsammeln. So. Gut. Ja, jetzt muss ich... Ihr kommt nicht drauf, aber ich muss tatsächlich das da reinwerfen. Ja, so wird das nichts. Kann ich das von hier aus überhaupt treffen? Ja. Sehr gut auf jeden Fall. Treffe ich das von hier aus? Oder muss ich da weiter? Oh. Link, was machst du denn? In die Lava gefallen, na sowas. Ach, hier bin ich jetzt wieder. Gut. Ich glaube, ich muss das anders machen. So. La 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 la. Wieder rüberschwimmen. Okay. Oder hat er getroffen? Nee. Nee, hat er nicht. Gut. Egal. Der Trick ist, glaube ich, auch ein anderer, nämlich der hier. So, siehst du, genau das mein. Sollte man eigentlich tun. Meinte ich auch nicht. Nee, meinte ich nicht, aber hatte ich mir schon fast gedacht. Das wollte ich sagen. So. Vielleicht sollte ich doch nicht so lange aufnehmen. Ich werde mit der Zeit ein bisschen verpeilt. Draco Sanctuarium. Sanctuarium. Und ein Rätsel. Tja, was muss man wohl machen? Man kann dies hier beiseite schieben. Aber man wird nicht weiterkommen. Tja. Naja. War jetzt ja schwierig. Muss ich ja auch sagen. Es war einfach das schwierigste Rätsel ever. Hey, hat er mich gerade getroffen? Na, warte mal. So. Hahaha. Hä? Kein Herz. Hier ist ein Herz. So. Gut, die Steine... Kann ich aufheben, jetzt habe ich Schluck auf. Mann. Tja. Wie gesagt, hatte ich schon mal erwähnt, irgendjemand denkt an mich und küsst eine andere. Nee, aber keine Ahnung. So, warte mal. Ich brauche einen Schlüssel. Und dazu muss ich... Oh, warte mal. Diese Kessel hier, die sind doch... Für irgendwas gut. Gut, der ist schon aktiviert. Warte mal. Halt. Ich bin ja nicht blöd. So. Da ich nicht wie in Super Mario Galaxy eine Feuerblume habe, nehme ich einfach mal das hier, um diese Fackel anzuzünden. So. Und um diese Fackel hier anzuzünden. Ja, das klassische... Das klassische Zelda-Rätsel... Fackeln anzünden. Jetzt legst du das auch mal weg. Ach so. Okay. Mit B. Wirf das weg.
einen kleinen Schlüssel gefunden. Eine verschlossene Tür kann ich damit öffnen in diesem Tempel, Dungeon, wie auch immer ihr das nennen mögt. So, hier haben wir etwas ganz Wunderbares. Oh, das wollte ich eigentlich kaputt schlagen, naja. So. Lalala, hier. So. Okay. Ein wenig warm hier drin, ne? Oder wie geht's euch? Hier habe ich übrigens... Habe ich die Karte hier auf dem... Ja, hier habe ich die Karte. Na, irgendwie... Ah, nee, okay, die Karte ist nicht komplett. Es sind nur die Räume, wo ich drin war, schon eingezeichnet. Ach, hier komme ich ja gar nicht durch. Ist ja eine Schlüsseltür. Und was braucht man für eine Schlüsseltür? Richtig, einen Schlüssel. Und was habe ich natürlich nicht? Richtig, einen Schlüssel. Folglich muss ich einen anderen Weg wählen. Und zum Beispiel diesen hier. Gut, jetzt muss ich natürlich oben drauf. Und dann weiter. Das geht? Okay. Gut, es geht. Ja, da ist nichts. Okay. Jetzt kam hier nicht was raus. Ach, egal. Oh, Ledermäuse. Mistviecher. Na gut. Jetzt hier rüber. Was zur Hölle ist das denn da? Also, dich brauche ich mal. Geht das? Ja, das geht. Zum Glück wird die Holzbrücke nicht weggesprengt. Zum Glück ist das Spiel nicht realistisch. Sonst wäre die Holzbrücke jetzt weg. Was hier denn? Oh, Herzen. Naja, gut, die brauche ich jetzt nicht. Verdammt. Warte mal. Das hier sind Wasserkrüge. Wie man sieht. Und wenn ich diese jetzt, warte, hier hinwerfe, passiert Folgendes. Das da. So, da kann man dann ruf und dann kann man hier rüber und dann kann man diese wunderschöne Truhe hier öffnen. Oder, ja, Truhe, Kiste, wie auch immer. Ich glaube, ich sag Truhe. So, eine Labyrinthkarte. Auf dem Video-Gamepad sind nun auch Räume zu sehen, die du noch nicht betreten hast. Ah, es ist noch einiges hier, was übrig bleibt. Kann ich euch nur sagen. Ich finde es halt blöd, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Aber ich möchte nicht... Ich möchte jetzt nicht extra einen Pro-Controller kaufen, nur... Naja, nur dafür. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich meine, so toll ist die Karte jetzt nicht. So. Naja. Vor allem ist das denn, nicht so hilfreich, weil hier ist Schleim. Auch schön. Rotes Schleimgelee gefunden. Es wird in der Beutetasche aufbewahrt. Das rote Gelee enthält viele wertvolle Bestandteile, die wahre Wunder gegen Erschöpfung wirken. Allerdings muss es noch weiterverarbeitet werden. Okay. Zum Glück weiß ich schon wo, nämlich in Portemonnaie. Mein Kopfhörer rutscht. Mann. Mann! Jetzt. So. Oh. Das Blöde ist, wenn du hier, ne? Hier kann ich nicht durch. Nee. Ach, natürlich. Ach, der kommt hier raus. Okay. Ah, haha. Der konnte das kaputt machen. Ups. Also kann auch ich das kaputt machen. Ach ja. Kommst du? Hallo, aufheben. Die sterben jetzt ein bisschen schneller, kann es sein? Ach, ich dachte, ich müsste so hochwerfen. Nimm das einfach mit. Okay. Ein kleiner Schlüssel. Eine verschlossene Tür kann ich damit öffnen. Gut, das ist jetzt nicht sonderlich überraschend, muss man ja zugeben. Kann ich den hier durch mitnehmen? Nee, natürlich nicht. Wäre ja zu schön, wenn Link sowas könnte. Ja, das wäre ja richtig toll. Stattdessen... Das war vielleicht nicht die beste Taktik. Wie mache ich die denn jetzt hier? Nee, warte mal. Hä, wieso? Bah, Link. Was machst du denn? Okay, ich glaube, der Trick dabei ist ein anderer. Kann man die hier irgendwie... Sag mal, ist das neu? Das Ganze oder gab es diese Drehze schon vorher? Jetzt kommt ein Herz raus. Na toll.
Noch ein Herz? Ja, gut. Hä, wie kann ich das denn jetzt... So, irgendwie muss ich das doch... Ich wollte es werfen, verdammt. Also irgendwie geht das eher kaputt, als dass es da... Ich meine, das ist ja das Einzige, was ich habe. Ich habe ja keine... Ah, genau, so muss man es machen. Das ist neu, oder? Das haben die neu hinzugefügt. Kann das sein? Sagt es mir. Ich erinnere mich nicht, dass hier irgendwie sowas jemals gewesen ist. Das fühlt sich auch irgendwie untypisch an, aber gut. Kann es sein, dass sie das neu hinzugefügt haben? Schreibt es in die Kommentare, ich weiß es nicht. Ich habe ewig das alte Wind Waker nicht mehr gespielt, deswegen, woher soll ich es denn wissen? Ne? Okay. Nanu. Ach ne, ach komm. Der eine Rubin ist auch egal. Was bist du denn? Was willst du denn hier? Hallo? Hey, na, was geht? Was geht, Mann? Ey, Mann, was geht? Ja, heute schon gestorben, Mann. Ja. Er musste mal machen, ist voll geil, Mann. So, nee. Aber jetzt mal ernsthaft, also... Der war natürlich da, damit ich... Nee. Gut, dann war der dafür nicht da. Okay, hier brauche ich später den Greifhaken oder Enterhaken oder wie auch immer er heißen möge. Ah doch, der war dafür da, dass ich nämlich dieses Ding hier nehme. Und mit diesem Ding, dieses Ding hier anzünde. Oh mein Gott, ich bin so ein... Oh, toll, ein Rubin. Ich bin so ein böser, böser Mensch. Ich zünde einfach Sachen an. So. Das bleibt offen, okay. Gut, oh, ich bin schon draußen. Kann es sein, dass der Tempel ziemlich kurz ist oder kommt mir das nur so vor? Naja. Bah, ich gehe mal lieber runter von dieser Brücke. So. Tot? Tot. Droppt er was? Was hast du denn da? Ach, hör auf, ein Glücksdings-Amulett. So, hier ist es sehr warm. Was ist das denn für ein Geräusch? Geräusch? Och, so ein Viech. Ach Gott. Oh. Das war's schon mit dem Viech. Was habe ich jetzt so gefunden? Was habe ich jetzt? Eine Goldfeder habe ich gefunden. Ach krass. Eine golden strahlende Feder, umgeben von einer eigenartigen und faszinierenden Aura. Ein sehr beliebtes Accessoire bei geflügelten Damen. Okay, warte mal. Ich möchte mich gern anpressen. Na? Ich habe zwar jetzt nicht die Presseversion dieses Spiels, aber anpressen ist immer nicht schlecht. Ahaha. So, komme ich hier noch vorbei? Ja, das klappt, das klappt, das klappt. So. Okay, hier werde ich irgendwas... Witzig. Aufheben. Natürlich. Klar, natürlich, was denn sonst? Hier muss man übrigens, ne, nicht das machen, sondern hier ran. Link, genau. Der klettert aber auch seltsam. Seht ihr das? Das sieht total seltsam aus. Na gut, hier hoch. Hoch, hallo, hoch. So, hier hoch. So. Ah, genau, jetzt brauche ich das Ding hier. Kriege ich hier eigentlich gar keine Bomben? Wo kriege ich die denn? Ah, ich glaube, ich weiß, wo ich die kriege. Okay. Die kriege ich erst später. So. Öffnen. Hicks. Okay, Rätsel. Das ist auch neu, ne? Frage ist, wo geht's denn weiter? Da komme ich so nicht rein. Natürlich nicht. So. Die Frage ist ja, wo geht's weiter? Hoch muss ich nicht, oder? Kann ich mich nicht umgucken? Ich würde mich gerne umgucken können. Oder geht das nicht? Ich kann die Kamera... Ach so, so kann ich mich umgucken. Ach, ich muss da hoch. Okay, verstehe. Ich
Kamera jetzt auch normal? Okay, so ist er wieder normal. Ist ja praktisch. Warte mal. Du musst jetzt mal... Nee. Halt, warte mal. Ich muss da jetzt... Also ich muss da oben jetzt rauf, ne? Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich das hier nochmal zurückschieben und dann probiere ich einfach mal, ob ich nicht einfach den hier rausziehen kann und jetzt hier einfach hoch. Geht das? Ach, das geht ja so einfach, mein Gott. Das ist ja echt lahm, fast. Philipp lahm. Nee, was? Keine Ahnung. Hör, was? Zur Hölle. Mistvieh.